Thank you.
Ja, bitte? Was kann... Nun, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber... Nein, kein Interesse. Ja, bitte, was kann... Was möchtet ihr kaufen? Ja, bitte? Ungeziefer, allesamt. Thank you.
keine Zeit. Ich bin im... Ja, bitte? Ihr wundert euch wohl, was eine Gruppe bis an die Zähne... Fragt bitte nicht mich. Wenn ihr irgendetwas... Ungeziefer, alle Sa... Keine Zeit, ich bin... Nun, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber... Ja? Was haben wir denn da? Einen Dolch aus meiner Schmiede. Ja, ganz bestimmt. Ich hätte nie gedacht, ihn nochmal wiederzusehen. Nun, aber jetzt hätte ich ihn natürlich gerne zurück. Was haltet ihr von einem Tausch? Wenn ihr mir also den Dolch zurückgebt, dann schenke ich euch einen anderen aus meiner Schmiede. Und zwar... Ausgezeichnet. Nun, es war folgendermaßen damals. Ich weiß, dass ein Kind in mir gestohlen hatte. Zu der Zeit lagerten einige Söldner vor der Burg. Das Kind war mit ihnen gekommen. Nun, ihr wisst schon, das war, als ich Taranor ganz besonders schlimm war's am Totenpass, nicht weit weg von hier. Dieses kleine Dorf dort, Ledur, kann ein Lied davon singen, komplett niedergebrannt haben. Den Rest kennt ihr ja schon. Es hat den Dolch mitgenommen und mir damit ziemliche Scherereien eingebrockt. Der alte Herr Boddenbrook war sehr, sehr zornig. Nun, lassen wir das. Danke, dass ihr die Klinge zurückgebracht habt. Ja, was kann... Bitte? Wer von diesem unzuverlässigen Gesocks hat... Na, sagt es doch gleich. Fast möchte ich sagen, ihr kommt wie gerufen.
wenn so etwas meiner würdig wäre. Ich bin Antoinette Boddenbrook. Versteht ihr? Mein Familienname ist Boddenbrook. Ich regiere über diese Burg und mein Land. Kurz, alles hier gehört mir. Gleich viel, kommen wir zum Geschäftlichen. Unweit von hier, auf meinem schönen Land, hat sich eine Gruppe von Räubern und Banditen niedergelassen. Schlimmer noch als der gewöhnliche Pöbel, als das Volk. Diese Banditen schaden meinem Ruf aufs Äußerste. Ich will, dass dieses Räubernest ausgeräuchert wird. Ach, ich echauffiere mich schon wieder viel zu viel. Belassen wir es dabei. Ein gewisser Handor wird den Angriff anführen. Über eine Entlohnung reden wir, wenn ihr zurück seid und Erfolg hattet. Wart ihr etwa bei Madame Boddenbrook und habt euch für diese Aufgabe gemeldet? Ausgezeichnet! Die Lage ist folgende. Die Banditen, dafür teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Ich leite eine Attacke von vorne, während Theophil und seine Männer das Vorf... Wir gehen erst einmal zusammen in Richtung des Räub... Ihr seht aus, als ob man sich auf euch verlassen kann. Deshalb gebe ich euch das Horn. Mit, wisst ihr, ich möchte das Horn nur ungern diesen... In der Truhe dort werdet ihr noch... Können wir aufbrechen... Das ist ein Wort.